Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games um Check Hardware. Ja, mittlerweile zu unserem fünften Guide-Video zum Thema Netzteilkauf. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, dass, wie die ganze Sache begonnen hat, vor so knapp einem Jahr, habe ich das erste Mal gesagt, okay, komm, wir machen ein Video über das Thema Netzteilkauf, weil da einfach so viele Mythen, Gerüchte vorhanden sind. Und gerade wenn man sich, also gerade das Thema Netzteil, finde ich, ist bei vielen Usern da draußen noch immer nicht wirklich angekommen. Also da hat man so das Gefühl, auch wenn ich mit Bekannten spreche, die sich einen Rechner zusammenbasteln, die wissen jetzt eigentlich gar nicht, was hat es mit dem Wirkungsgrad auf sich, wo sind die Unterschiede bei den verschiedenen Netzteilen, worauf muss man achten. Und deswegen haben wir eben diese Videos gemacht, um eben dieses ganze Marketing-Gewäsch teilweise und auch das Fach Chinesisch etwas zu entschärfen für euch da draußen. Und in unserem fünften Video rede ich ebenfalls wieder über zwei Themen, wo uns ihr da draußen konkret darauf angesprochen habt. Das ist das Thema digitale Netzteile. Dazu passend auch heute hier das Corsair AX1200i. Das i ist eben die Bezeichnung dafür, dass es ein digital oder ein Kennzeichen dafür, dass es das digitale Netzteil ist. Und zusätzlich werde ich auch nochmal über ein weiteres Thema sprechen, was immer wieder in aller Munde ist. Ja, die japanischen Kondensatoren. Ja, da wird immer sehr, sehr viel Werbung auf den Kartons gemacht. Und ja, da möchte ich auch mal ein bisschen was dazu sagen, worauf man da wirklich achten muss und sollte. Ja, aber zunächst einmal zu den digitalen Netzteilen. Auch das ist ein Thema, das erst so in den letzten paar Wochen, sagen wir von mir, in den letzten halben Jahr so recht aktuell geworden ist. Das sind nämlich vermehrt, haben Hersteller solche Netzteile angekündigt. Man muss dazu sagen, Corsair hat das AX 1200i schon etwas länger im Sortiment, nämlich seit, ich will jetzt nicht lügen, 2013 glaube ich, oder war es sogar schon Sommer 2012, da kam die Serie auf den Markt. Danach kann ich mich noch erinnern, ist Thermaltake gefolgt mit der DSB-Serie, und jetzt sollen dann auch Produkte folgen von Enermax unter anderem mit passiver Kühlung, und ich glaube, BeQuiet plant da auch irgendwas mit digitalen Netzteilen. Also das Thema wird auf jeden Fall so in den nächsten Monaten immer interessanter, aber jetzt ist natürlich die Frage, was sind digitale Netzteile, was bringen die mir? Also wie der Name schon verrät, es geht darum, dass irgendwas Digitales in den Netzteil verbaut ist, und das ist auch so, also tatsächlich wird in den digitalen Netzteilen eine kleine Steuereinheit integriert, die zusätzlich verschiedene Faktoren überwacht und auch selbstständig steuert, wie zum Beispiel wird die Restwelligkeit optimiert. Bei uns immer auch diese Werte mit Ribble und Noise angegeben. Unter anderem wird aber auch die Temperatur nochmal genauer überwacht, sodass eben die Lüftersteuerung besser, sage ich mal, oder optimierter läuft. Darüber hinaus werden auch so diverse Spannungswerte und so weiter und so fort ausgelesen, bewertet und eben, wie gesagt, zusätzlich überwacht und im Regelfall auch zusätzlich reguliert. Also das ist nochmal eine Maßnahme zu den mechanischen Elementen. Gibt es dann eben auch diese Prozessoreinheit, die diese ganzen Sachen überwacht und gegebenenfalls reguliert, und somit bekommt man auch eine höhere Wirkung, kann man auch einen höheren Wirkungsgrad erzielen und generell auch die Werte nochmal verbessern. Das ist eine sehr nette Geschichte, macht natürlich das Netzteil bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen anfälliger. Klar, überall wo noch mehr Elektronik drin ist, können auch mehr Fehler auftreten. Man muss aber dazu sagen, die Hersteller, die bisher digitale Netzteile auf den Markt gebracht haben, die sind sehr überzeugt von ihrer Ware. Die geben auch entsprechende Garantiezeiten, also auch hier das Corsair-Netzteil, 7 Jahre gibt es auf das Teil. Also die sind sich schon sehr, sehr sicher, was die da verbauen. Was mir hier noch sehr gut gefällt, gibt es übrigens auch bei Thermaltake, bei der DSB-Serie, eine zusätzliche Schnittstelle, mit der man per Software, dass die ganzen Sachen überwachen kann beim Netzteil. Es geht sogar so weit beim AX1200i, dass man auch die Umdrehungsgeschwindigkeit des Lüfters manuell anpassen kann und diverse Werte auslesen kann. Also eine sehr nette Geschichte, diese Corsair Link-Geschichte.
hat man auch nochmal zusätzlich in andere Produkte implementiert, zum Beispiel in Wasserkühlungen und auch in Arbeitsspeicher, in die Platinium-Serie. Und damit kann man also wirklich gleich mehrere Produkte auf einmal mit einer einzelnen Software überwachen und ansteuern. Also zum Beispiel bei der Wasserkühlung hier die Umdrehungszahl des Lüfters anpassen. Finde ich, ist eine sehr, sehr nette Geschichte. Selber gibt es eben, wie gesagt, auch bei Thermaltake. Auch da kann man bei den DSB-Netzteilen per Software diverse Sachen überwachen und anpassen, manuell, wenn man eben möchte. Also von daher sind digitale Netzteile eine sehr coole Geschichte und ich finde sie auch sehr interessant. Wird wahrscheinlich auch so der Trend werden, auch wenn sie natürlich sehr kostspielig derzeit noch sind. Also man muss im Regelfall damit rechnen, dass digitale Netzteile natürlich deutlich mehr kosten als die Non-Digital PSUs. Also da sollte man auf jeden Fall, wenn man das Budget jetzt nicht hat, muss man nicht traurig sein. Also es ist jetzt nicht so, dass andere Netzteile deswegen jetzt schlecht sind, aber die DSB-Netzteile oder die digitalen Netzteile haben dann doch auch ihre Vorteile, wenn sie entsprechend gut verarbeitet worden sind, muss man natürlich an der Stelle auch sagen. Also nicht überall, wo jetzt drauf steht, digitales Netzteil ist auch ein gutes Netzteil. Das führt uns auch gleich zur nächsten Marketinggeschichte, nämlich die Sache mit den japanischen Kondensatoren. Oftmals, und liest man es auf diversen Netzteilkartons, da steht ja, wir verwenden hochwertige japanische Kondensatoren oder nur 100% japanische Kondensatoren. Jetzt ist natürlich da die Frage, ist es tatsächlich so, dass die guten Kondensatoren alle aus Japan sind, der Rest ist einfach nur Müll? Nein, so ist es natürlich nicht. Natürlich gibt es in Japan einige große Hersteller, die sehr, sehr gute Kondensatoren herstellen, die dann auch entsprechend von vielen großen und bekannten Netzteilherstellern verwendet werden. Aber natürlich gibt es auch in Japan Fertigungsstellen, wo nicht ganz so hochwertige Teile herkommen. Das heißt, bitte nicht blenden lassen durch die Aussage, ja, wir verbauen nur 100% japanische Kondensatoren. Da kann vielleicht ein guter Kondensator dabei sein und der Rest ist einfach nur Müll, kommt halt aus Japan. Also bitte das vergessen. Oft wird das auch damit in Verbindung gebracht, dass wenn ein Kondensator 105 Grad Celsius aushält, wird dann auch gleich dahin geschrieben, ja, das ist ein Vorteil bei den japanischen Kondensatoren. Ja, die Temperatur, man muss dazu sagen, in Regelfall sollte das Teil gar nicht so heiß werden, wenn eine gescheite Lüftung drinnen ist oder ein Kühlkonzept dahinter steckt. Darüber hinaus muss man auch sagen, dass es auch andere Hersteller gibt aus anderen Ländern, zum Beispiel auch aus China, die sehr, sehr gute Kondensatoren herstellen. Also das alleine ist noch kein Garant dafür, dass man auch ein hochwertiges Netzteil erwirbt. Worauf man vielleicht so achten könnte, ja, wenn man sich jetzt nicht ganz sicher ist, naja, man möchte was Langlebiges, Gutes haben, zunächst einmal klar, setzt bitte auf Markennetzteile. Das ist jetzt nicht, um hier Werbung zu machen für die ganzen großen Netzteilhersteller, sondern es hat sich bei uns in der Vergangenheit gezeigt, dass doch gerade die großen bekannten Hersteller, wie auch zum Beispiel Sisonic oder auch ein Corsair oder ein Enermax, ein BeQuiet, die haben sehr, sehr gute Netzteile. Das hat sich bewiesen, das haben auch viele andere Magazine oder viele unserer Kollegen haben das auch in verschiedenen Tests auch bestätigt. Also sollte man schon auch hier bisschen Markenbewusstsein haben, das ist in dem Fall gar nicht so schlecht. Worauf man auch noch achten kann oder was ein guter Indiz dafür ist, dass das Netzteil auch wirklich hochwertige Bauteile innen drinnen hat, die Garantiezeit. Tatsächlich ist es so, dass wir bemerkt haben, dass Netzteile, die mehr als 5 Jahre Garantiezeit haben, also 5 und mehr Jahre, dass da wirklich sehr, sehr gute Teile verbaut sind. Also auch hier gerade beim Corsair, bei der AX-Serie, wir haben hier 7 Jahre Garantiezeit. Wenn man das Ganze aufschraubt, das sieht man halt wirklich hochwertige Kondensatoren, alle mit Top-Werten, alles richtig schön verarbeitet, genauso wie soll ein High-End-Netzteil sein. Natürlich zahlt man das auch klarerweise, deswegen lieber mal 20 Euro mehr investieren und dafür in ein gutes Netzteil mit wirklich guten Bauteilen und bitte nicht blenden lassen von irgendwelchen Herstellern, die mal schnell auf die Karton draufschreiben, ja, 100% japanische Kondensatoren, das muss gar nichts bedeuten. Trotzdem kann das der absolute Mist sein, ja, der nach kürzester Zeit halt kaputt ist, also spätestens dann skeptisch werden, wenn man zum Beispiel was liest von nur 1 Jahr Garantiezeit oder so, da könnte dann vielleicht schon was nicht ganz so passen. Ja, natürlich gibt es dann wieder diese Geschichten mit EU-Gesetz und wie schaut es überhaupt aus mit der Garantiezeit, darüber spreche ich jetzt gar nicht im Detail, das ist sowieso wieder eine Sache für sich, auch wie die Händler umgehen mit Kulanz und Garantie, das ist ja auch wieder ein Thema für sich, aber Faktum ist gerade die Hersteller, die von sich aus selber hier eine lange Garantiezeit anbieten, da kann man schon davon ausgehen, dass die auch entsprechend gute Bauteile haben. Klar, die wollen ja auch nicht, dass dann die Leute es einschicken und sich alle beschweren, was soll das hier?
Deswegen auf jeden Fall ein guter Indiz dafür, wenn ihr euch das nächste Netzteil kauft, achtet mal so auf die Garantiezeit. Heißt natürlich jetzt nicht, dass wenn jetzt ein, weiß ich nicht, ein Eintech-Netzteil nur 3 Jahre Garantiezeit hat, dass das deswegen schlecht ist. Nein, das kann genauso lang halten wie zum Beispiel hier das Corsair-Netzteil. Aber zumindest ist es kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Ja, ansonsten natürlich wie immer der Tipp, doch Testberichte lesen. Es gibt viele Magazine da draußen, nicht nur jetzt im deutschsprachigen Raum, auch im internationalen Raum, die sehr ausführliche Testberichte veröffentlichen, die auch mit entsprechendem Equipment testen. Also man kann das dann durchaus ernst nehmen. Worauf ich wirklich Wert lege, und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich das auch nochmal hier erwähne: Bitte um Himmels Willen schraubt nie selbst ein Netzteil auf und schaut irgendwelche Bauteile an. Es ist absolute Lebensgefahr, wenn ihr das macht, und gleichzeitig verliert ihr auch die Garantie, ja, die erlischt. Weil über den Schrauben sind meistens, oder über eine Schraube ist meistens so ein Sicherheitssiegel. Wenn ihr die irgendwie beschädigt, oder eben wenn man durchs Aufschrauben beschädigt wird, dann erlischt die Garantie, und wie gesagt, zusätzlich besteht halt wirklich akute Lebensgefahr. Also bitte niemals selbst Netzteile aufschrauben, sondern überlasst das den Profis, die das entsprechende Equipment und auch die Kenntnisse haben. Ja, das war's. Zu unseren, ja, mittlerweile doch sehr umfangreichen zu unserer Guide-Videoserie, worauf man beim Netzteilkauf achten soll. Wir werden wahrscheinlich weitere Videos veröffentlichen. Also ich habe jetzt schon ein paar Zuschriften bekommen, was ich so denn das nächste Mal ansprechen sollte. Vielleicht werde ich dann auch mal ein Netzteil aufschraufen und euch so ein bisschen das Innenleben erklären, wie so ein Netzteil aufgebaut ist. Ja, das glaube ich ist auch noch eine sehr nette Geschichte. Wurden wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Ansonsten, wie immer, bedanke ich mich recht herzlich bei allen Zusehern da draußen. Alle möglichen Netzteiltests findet ihr bei uns auf der Seite, falls ihr nochmal was nachlesen wollt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.